So, da sind wir wieder in Splatville. Ich nehme ja momentan noch Sonic-Videos auf von den Olympischen Spielen, aber dieses Training unterbrechen wir natürlich, um uns auf das nächste Splatfest vorzubereiten. So, erstmal gucken wir rein, was so Marco, Mantaro und Muri für uns an Neuigkeiten in petto haben. Natürlich ganz frisch reingekommen, super wichtig. Ja, es ist mal wieder Splatfest. Das Splatfest ist jetzt an diesem Wochenende, nämlich am 12. bis 14. August, wenn ich das jetzt irgendwie richtig gesehen, verstanden habe. Wir werden es ja gleich sehen, es wird ja gleich eingeblendet. So. Ja, liebe Hörerschaft, wir präsentieren das offizielle Thema. Ja, 12. bis 14. August. Das Thema Geld, Ruhm oder Liebe. Wer kennt es nicht? Geld oder Liebe? Die allseits beliebte, sehr, sehr beliebte Game Show damals in der ARD mit Jürgen von der Lippe, wo immer zwei Teams, Frauen gegen Männer, antreten mussten. In verschiedenen Spielen und zum Schluss muss man dann entscheiden, Geld oder Liebe. Und wenn man sich für Liebe entschieden hat, dann musste das Pärchen, das Publikum ausgesucht hat, gewinnen. Dann hat man, glaube ich, 5000 Mark gewonnen. Mark, wohlbemerkt, wenn man sich für Geld entscheidet, das Geld, wo man sich erspielt hat. So, aber wir sind jetzt hier wieder bei Splatoon. Wer noch Geld oder Liebe kennt, dann Glückwunsch, dann seid ihr die Generation. Die Generation Golf. Ne, Spaß. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange Geld oder Liebe gelaufen ist. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, wo da die letzte Sendung gekommen ist. Aber wir sind hier bei Splatoon und ich habe jetzt irgendwie total den Dialog hier wieder überredet, überquasselt von unseren Nachrichtensprechern, die, ja, das stimmt. Ruhm ist Liebe und Ruhm kann man kaufen. Nein, Marco. Das ist leider nicht möglich. Man kann sich weder Ruhm noch Geld kaufen. Man kann sich zum Beispiel YouTube-Abonnenten kaufen, aber man kann sich eben die Zuschauer nicht kaufen. Man kann nicht kaufen, hey, man mögt mich mal. Das ist ja das Problem, was viele Superreiche haben, die nie genau wissen, ob der Ehepartner oder Ehepartnerin sie wirklich liebt, als Person oder nur wegen des Geldes. Das ist schon ein bisschen übel. Liebe, ja, Liebe ist wichtig. Ohne Liebe, was wären wir ohne Liebe? Ruhm. Tja, der Ruhm ist hier so ein bisschen, ich würde sagen, am wertvollsten ist die Liebe immer noch, weil, wie Mantaro richtig gesagt hat, niemand ist gerne alleine. Ruhm, das ist so eine Geschichte. Aber jetzt fragt ihr euch, ja, wofür wird sich Kip wohl entscheiden? Es ist leider nichts Blaues dabei, aber ich werde nicht nur die Farbe entscheiden lassen, sondern ich werde tatsächlich, na, mich für Geld entscheiden. Weil du liebst Geld, ich liebe Geld, wir alle lieben Geld. Nee, wer das gesagt hat, sage ich lieber nicht. Nein, ich will mich mal für das Team Geld entscheiden, weil es ist tatsächlich vor allem auch wegen der Farbe. Und Ruhm, naja, Ruhm ist mir irgendwie so unsympathisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Und also jetzt vom Grundgedanken her, weil was ist Ruhm schon? Ruhm ist einfach Anerkennung und ja gut, was wären wir wohl ohne Anerkennung? Anerkennung will man ja auch ein bisschen haben. So, wir legen das Splat-Shirt gleich an. Aber Geld, mir ist hier jetzt einfach in dem Spiel Geld am sympathischsten, auch von der Farbe her. Das ist so orange-gelb oder orange, so wie Gold. Werden wir dann wie Dagobert Duck im Gold schwimmen und im Geld schwimmen. So, ich will eigentlich hier die Airbrush anlegen. Wisst ihr, die Steuerung, die hat manchmal so ein bisschen ihre Macken. So, und dann gleich hochfetzen ins Spiel rein. Ja, toll. Jetzt ist natürlich die Verbindung zum Netzwerk unterbrochen. So, das Ganze nochmal. Ach, dann kann ich bei der Gelegenheit auch ein klein paar Fotos machen. Fürs Thumbnail. Fürs Thumbnail. Also. Ja, ich rede mal wieder wir. Ich war ja in den letzten Tagen ziemlich beschäftigt.
habe zum Beispiel auch den Tigerfuchs Sorin höchstpersönlich mal kennengelernt. Also, was heißt, kennengelernt? Also, bin ihm begegnet und zwar wirklich mit dem echten. Wer mehr darüber wissen will, gerne meinen Furry-Kanal Marshall Dog Puppy moderieren, hätte ich jetzt fast gesagt, abonnieren oder mal reingucken, wer sich dafür interessiert, weil Sorin spielt auch in meiner allerersten Science-Fiction-Geschichte, Science-Fiction-Buch, Das Sternfeuer von Antares eine wichtige Rolle. Was heißt eine wichtige Rolle? Er spielt eine Rolle. Er wird in späteren Geschichten noch eine größere Rolle spielen. Aber ich will hier jetzt nicht spoilern. Nein, die Nachrichten will ich jetzt nicht gucken. Auch nichts über die Berg GmbH. Das passiert nämlich, wenn man die linken Steuerhebel irgendwie runterdrückt. Dann kommt man nämlich zum Splatcast. Apropos Cast. Mir haben Leute geschrieben, hey, werdet doch unser neuer Splatoon-YouTuber. Das bin ich natürlich sehr gerne. Und man kann nämlich übrigens auch Spaß auf YouTube haben als Gamer, wenn man gar nicht so gut ist und nicht die Mega-Punkte hier abräumt und die alle Skills hat und so weiter, sondern wir wissen ja, dabei sein ist alles und Hauptsache es macht Spaß und wenn es keinen Spaß macht, ist das Ganze nichts wert. Jetzt hat mir jemand gesagt, hey, Kipp, das hast du schon mal gesagt. Du sagst irgendwie nach jedem Splatfest, vor allem die Splatfeste, wo du verloren hast, das heißt, wo du in dem Team warst, wo du verloren hast, sagst du immer wieder das Gleiche. Das nächste Mal geht mir es nicht zum Gewinnen und so weiter, weil ich bin ja ein ziemlich schlechter Verlierer. Aber diesmal meine ich es jetzt wirklich ernst. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber diesmal ist es mir wirklich ernst. Ich werde bei jedem Splatfest ein persönliches Ziel stecken und das persönliche Ziel bei diesem Splatfest ist natürlich, der ultimative Fanclub-Leiter zu werden, oder wie das Gerümpel heißt. Und einfach, ja, so viele Punkte wie möglich natürlich zu erreichen. Aber das Spiel, also das Spiel für mein Team oder für das Team, wo ich ausgesucht habe, letztendlich zu entscheiden, ist nicht mehr das Ziel. Natürlich ist es natürlich richtig toll, das ist natürlich auch ein Ziel. Aber ich werde persönliche Ziele stecken und in diesem Fall jetzt will ich auf jeden Fall also den Ultimate erreichen und werde vielleicht auch eine Runde spielen, wo ich mal so ein paar Waffen abwechsle, mal mit ein paar anderen Waffen spiele. Das habe ich mir als Ziel gesetzt, vielleicht auch Waffen, mit denen ich noch nicht so viel Erfahrung habe oder mit denen ich so ganz feige von hinten. Procast. Procast. Oh. Ist das jetzt ein Zufall? Oder ist das so ein jemand, wofür Destiny Cast, Procast? Weil ihr müsst wissen, die Destiny Cast Community hat sich immer ein Punkt CST, also dass man erkennt, die gehören zu der Community von Destiny Cast. Es gab ja auch mal, oder gibt vielleicht immer noch diesen Ausdruck auf YouTube mit Punkt Army, also zum Beispiel Unge Army oder ABK Army und so weiter. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Natürlich, das kann jeder so sehen, wie er will, aber ich sehe das ein bisschen kritisch, weil Army, das hat immer so ein bisschen was mit Krieg zu tun und Leute, wir sind hier nicht in einem Krieg und wenn jetzt hier jetzt jemand sagt, klar, das kann jetzt auch ein Zufall sein, dieser Name, aber jetzt sagt, hey, ich bin auf Destinykas Seite. Das ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal, das kann jeder sehen, wie er will. Ihr wisst ja, wir sind zum Beispiel zumindest hier in Deutschland, das ist die Unschuldsvermutung und die Schuld ist erst bewiesen oder jemand ist schuldig, wenn die erst Schuld bewiesen ist. Aber wie gesagt, ich möchte mich von Destinykas natürlich distanzieren. Und wenn jemand jetzt Cast in den Namen schreibt, das, ja, das ist eine Wumpe, ist mir egal. So, die letzte Minute läuft und es sieht sehr gut aus. Ich habe jetzt viel gequasselt und habe gar nicht so sehr, was das Spiel angeht, geguckt. Wie gesagt, auch für die, wo neu sind, ich kann leider Splatoon nicht streamen, aus technischen Gründen bis jetzt. Würde ich sehr gerne tun. Ich würde sehr gerne bei so einem Splatfest damals so ein mindestens 12-Stunden-Stream raushauen und wirklich Splatoon live spielen. Vielleicht auch mal mit Gästen oder mit Freunden, wobei jetzt zumindest ein Freund hat jetzt das Splatfest für dieses Splatfest abgesagt, weil ihm das Thema nicht so zusagt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber wie gesagt, es ist mir leider nicht möglich zu streamen. So, jetzt heißt es Hopp oder Top.
Oh, sieht gut aus, jawohl. Oh, und diese Animation. Ah! Moment, ich spiele sie erst ein, wenn jetzt hier das Siegerfoto fertig ist. Jawohl. Jetzt. Yes. Das hat ja schon mal gut geklappt. So, ja, auch jetzt nochmal. Oh, die Stufe hat sich erhöht. Jetzt nochmal zu dem Thema Destiny Cast. Das ist einfach. Ich möchte mich davon distanzieren. Ich habe es ja auch schon in dem Video nochmal erklärt oder wirklich erklärt, dass ich das einfach. Ich bin eher enttäuscht, weil unser Hobby. Weil es gibt ja auch viele Manga- und Anime-Fans unter den Splatoonern, was ja auch verständlich ist. Es ist eine tolle Kunstform, es ist ein tolles Fandom, ein tolles Hobby, aber es ist eben mit diesem Negativ-Klischee behaftet. Ja, mir fällt jetzt da nur Hank Luce ein, wo das öffentlich gesagt hat, das ist alles Schmuddelkram und so weiter, und das stimmt natürlich nicht, aber es gibt eben dann Leute, die dieses Negativ-Klischee immer dann bestätigen müssen, und das ist einfach wirklich unter aller Sau. Also das finde ich nicht gut. Deswegen für alle, die jetzt neu sind, sage ich es gerne nochmal. Ich mache kein Geheimnis um mein Alter. Ich werde 45. Ich mache kein Geheimnis darum, dass ich gut, ich bin jetzt kein Manga- und Anime-Fan, aber dass ich eben Splatoon aus Leidenschaft spiele und Patsch. Und ich sehe hier das als eine reine Spaß-Community. Es ist keine Partnerbörse, es ist keine Kontaktbörse. Natürlich, das ist verständlich, dass man auch über das Spiel und über die Spiele Leute kennenlernt und kennenlernen möchte und auch Freundschaften entstehen. Das ist ganz normal, das soll auch so sein. Aber man soll nicht mit der Intention, Freundschaften oder sogar mehr vielleicht. So, du bist weg. Oh, den Hammer habe ich sogar, den Ultrastempel sogar weggesplattet. Mit dieser Intention oder mit diesem Vorhaben in so eine Community reingehen, sondern sucht euch Leute, die ihr persönlich kennt, aus. Und wenn ihr merkt, hey, irgendetwas läuft hier komisch, dann am besten das Ganze abbrechen. Weil es gibt immer wieder Leute, wo so etwas ausnutzen. Und das müssen jetzt nicht uralte oder alte Männer sein, weil in dem Fall von Destiny Cast, da war ja noch, oder der ist ja noch recht jung, also das hat nichts mit dem Alter zu tun. Oder auch mit dem Geschlecht, ja. Also jetzt nicht sagen so, oh je, das sind jetzt immer Männer. Oh, ein Doppelhai. Aber die Klecksbombe hat mich jetzt doch erwischt. Von, wie heißt der? Sivens oder Evans mit Dollarzeichen? Dann die Dollarzeichen jetzt wegen dem Splatfest. Ach, ist auch bestimmt. So, ich sehe das jetzt als, das ist jetzt die Trainingsphase vom Splatfest. Ja, übrigens vielen, vielen Dank. Die Sonic-Videos, also die Olympia-Sonic-Videos, die kommen ja bei euch richtig gut an. Das freut mich natürlich. Die machen auch richtig Spaß. Ich möchte ja die ganze Trainingsphase durchgehend Sonic spielen. Später spiele ich vielleicht auch mal ein paar andere Charaktere, so zum Spaß. Vielleicht mal Tails oder Yoshi oder so. Aber Sonic wird jetzt hier durchgehend den blauen Faden mit Sonic bei den Olympischen Spielen, ja, die Olympischen Spiele spiele. So. Die letzten 30 Sekunden laufen, und natürlich hier hilft der High Hammer jetzt nichts mehr. Eieieiei, die Aioli Fangirl hat mich weggesplattet. So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, und das war's. Und es sieht nicht gut aus. Oh, mit Pauken und Trompeten. Mit Pauken und Trompeten weggesplattet. Oh, das sind einige aus Team Liebe. Sehr schön. Die Shirts sehen auch gut aus. Wie gesagt, auch die Gefallen, dass ich mich wiederhole, ich habe es schon mal erwähnt. Diese Logos, wenn es Splatfest ist, die erinnern mich entfernt
an diese, kennt noch jemand Frit? Oder kennt jemand Frit? Diese Kaugummi, ja, ähnlichen Kauplompenzieher mau am Streifen. Ich liebe ja Frit. Oh, ich muss mal wieder Frit kaufen. Oh, die sind super. Daran erinnern mich diese Splatfest-Logos immer. So, Runde 2. Wir machen mal wieder 3 knackige Runden. 1-0 für... Nee, das ist schon die zweite Runde gewesen. Die dritte Runde ist jetzt im Anmarsch. Die dritte und letzte Runde. Also 1-1. Oh, eine wunderschöne Farbe spielen wir diesmal. So, auch wieder Team Liebe. Jawohl. Das sind aber auch schöne Shirts. Sind so pink, aber sehr schön. Und auch auf die Gefahr, dass ich mich hier wiederhole. Ja, Grüße gehen raus an Venzio, der sagt, du sagst ja oft viele Sachen gleich. Zum Beispiel, dass du nach dem Lebensblättfest sagst, du willst da deine anderen Ziele ändern. Ich habe recht, ja. Also danke für diese Kritik, für diesen Hinweis. Sie sagen, dass mir die Octolinge ziemlich gut gefallen. Und Doppelkill und selbst weggesplattet. Squid. Deswegen heißt das Squid Game. Ja, cool. Octoling. Octolinge finde ich schon ziemlich cool. Die gefallen mir richtig, richtig toll. Aber ich will selbst schon in Inkling bleiben. Auch wenn man mit dieser Octo-Inspension dann Octolink spielen kann. Ah, obwohl, ich weiß nicht. Vielleicht gönne ich mir den Spaß mal mit Splatoon 2. Dass ich mal so ein Spezial mache, hole ich mir die Octo-Expansion und werde dann in Splatoon 2 mal Octolink spielen. Es stehen übrigens immer noch der Story-Modus von allen 3 Splatoons an. Oh, bisher sieht's gut aus. Oh, und im Sprung weggesplattet. Wenn, dann springe ich in den Tod. Ja, wagemutig. Die einen rufen für Fortnite. Und Kip ruft für Splatoon. Für Splatoon ruft eigentlich mal irgendjemand für Splatoon, ja. Wo sind die Splatter? So. Ja, Ich erzähle mal, wie ich die Splatfeste, wenn wir jetzt wieder zum Splatfest kommen, so verbringe. Am allerliebsten natürlich mit Freunde spielen online und mit Discord, dass man sich auch schön unterhalten kann, sich schön ablenken kann, dass man sich nicht konzentrieren kann. Und dabei natürlich jede Menge Junkfood, Chips und Energy Drinks. Das gehört dazu. So, ich glaube, es gibt gleich eine kurze Unterbrechung. Ja. Wir melden uns gleich wieder. Bleiben Sie dran. So, und da sind wir wieder. Wie schon gesagt, die Capture Card teilt die Videos immer auf. Und, ist noch weggesplattet. So, die letzte halbe Minute läuft. Es wird spannend. Aber ich sehe schon, bei uns ist Gefahr im Aufploppen. Jetzt kommt das persönliche Ziel, 1000 Punkte wenigstens. Jawohl, ist erreicht. Denkt auch immer daran, euch persönliche Ziele zu setzen. Manche haben ja auch als persönliches Ziel so viel Kills wie möglich. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Hauptsache, wie gesagt, Hauptsache, man hat Spaß. Und ich glaube, da kommt schon der Ärger vorher. Bam. Verloren. Gönnen wir dem Sieger, den Siegern, die entsprechenden Siegerposen. Und die sind schon ziemlich cool. Also das muss man sagen. Übrigens, wer sich fragt, wo kommt eigentlich diese Szene her? Das ist die Szene, wo Kip erfährt, dass sein Dad Gary Scorch nicht helfen möchte. So. Das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Entweder Sonic bei den Olympischen Spielen oder beim Splatfest. Training Kip Supernova over and out.